Seid ihr herzlich willkommen. Tageshoroskop am 16. und 17. Mai 2022. 16. Mai ist Vollmond, gleichzeitig ein totalen Mondfinsternis. Bei Mondfinsternissen, aber auch bei Sonnenfinsternissen handelt sich immer grundsätzlich um karmischen Themen. Diesmal bei diesem totalen Mondfinsternis haben wir mit unserer Vergangenheit was zu tun. All das, was wir schon erlebt haben in früheren Leben. Hier ist das Hauptthema die Gefühle und Liebe, Partnerschaft. Außerdem die Gerechtigkeit, etwas in Ordnung zu bringen, etwas klären, was wir bis jetzt als ungerecht empfunden haben. Saturn hütet karmische Themen. Indirekt hat auch ein Einfluss auf diese karmische Thematik. Saturn ist der Schicksalsplanet und hat einen Einfluss auf unserem Schicksal. Bei seinem Einfluss kommen schicksalhafte Begegnungen, Entscheidungen, Veränderungen. Saturn bewegt sich nach indischen Berechnung in Zeichen Wassermann. Jetzt langsam die Bewegung und seine Helligkeit nimmt etwas zu. Und das heißt für unser Leben, in unserem Schicksalsweg wird etwas langsamer oder wir sollen unsere Schritte gut überlegt machen, also etwas langsam, geduldig zu sein. Und weil die Helligkeit nimmt zu und das hilft uns etwas klar und deutlich sehen, erkennen. Diese Saturnbewegung hat einen Einfluss, ein Stern, Deneb Algedi. Und dieser Deneb Algedi in seinen Bewegung ist eigenartig, also hat eine Eigenbewegung. Und das bedeutet, in unserem Schicksalsweg kommen Einflüsse von außen, was Deneb Algedi symbolisiert, und kommt sogar eine andere Richtung, eine Eigenbewegung, weil andere haben einen Einfluss auf unserem Leben gerade. Mars verabschiedet sich von Zeichen Wassermann und 17. übergeht in Tierkreiszeichen Fischen. Und hier befindet sich auch Venus und Jupiter und Neptun nach indischen Berechnung. Also hier in Tierkreiszeichen Fischen trifft Mars und Venus. Und das hat einen Einfluss auf die Liebesleben. Und hier kommt etwas in eine fließende Bewegung. Wie ich schon sagte, 16. Mai ist Vollmond und das bedeutet, Sonne und Mond ist gegenüber. Nach indischer Berechnung ist Sonne in Tierkreiszeichen Stier und aktiviert auch Monatsthemen. Und das sind die Finanzen, Besitz, Gartenarbeit, die Erdeelement, die Natur, eine schöne Umgebung und die Ruhe, das Leben zu genießen. Und gegenüber Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und das heißt Wasserelement, also hat auch mit unseren Gefühlen was zu tun und hier symbolisiert die Tierkreiszeichen Skorpion und diese Mondenergie, die Wandlung, die Transformation. Aber gibt auch etwas Regen für die Erdeelement symbolisch gemeint. Hier spiegelt sich etwas und schafft einen fruchtbaren Boden. Aber vor
eine Vorwärtsbewegung kommt, sollen wir langsam handeln, alles gut überlegen, das, was diese Saturn-Energie vermittelt. Wir haben einen Einfluss von Sternbild, die Haare, die Berenike. Und dazu eine Geschichte. Berenike war die Gemahlin von einem ägyptischen König. Und dieser König musste in Krieg ziehen nach Syrien. Und Berenike hat gewartet auf ihren Ehemann und hat zum Aphrodite versprochen, wenn ihr Ehemann zurückkommt von diesem Krieg, dann schneidet ihre Haare und opfert im Altar. Und ihr Mann ist zurückgekehrt. Sie hat ihre Haare geschnitten, im Altar gelegt, aber bis nächsten Tag hat jemand ihre Haare gestohlen. Und die Götterwelt hat so Mitgefühl gehabt mit ihr, dass ihre goldene Haare wurde verewigt in Sternenhimmel. Und dieses Stammbild heißt die Haare Berenike. Und das bedeutet auch ein Heimkehr von Krieg oder von einer bestimmten Situation, was bis jetzt eine große Herausforderung war. Wir müssen unsere Haare nicht schneiden, aber vielleicht Dankeschön sagen. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.